Hallo meine Foxies, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Viele von euch haben gefragt, ob ich auch mal andere Marker ausprobieren kann und das Coole ist, ich habe die Touch Marker bekommen zum Ausprobieren. Ich habe hier einmal die Touch Twin Brush Marker. Die Brush Marker sind weiß und das finde ich irgendwie richtig cool. Ich finde, die sind richtig stylisch und ich weiß, das ist total unwichtig. Es ist wichtiger, wie sie malen. Und deshalb sage ich da jetzt auch was dazu. Die haben zum einen diese Pinselspitze, wie der Name schon sagt, Brush. Das ist auf jeden Fall wie so ein Pinsel. Wenn man nur ganz leicht drauf drückt, dann kann man nur ganz dünn malen. Oder wenn man doller drauf drückt, dann wird die Linie immer dicker. Die Farbabgabe finde ich echt super. Ich habe die jetzt natürlich noch nicht so eine lange Zeit benutzt. Deshalb kann ich euch nicht sagen, wie lang die Stifte halten. Aber fürs Erste malen die richtig gut. Und schaut mal, die haben auch so eine dicke Spitze. Mit der kann man richtig große Flächen ausmalen. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz cool für euch, wenn ich die Farben mal ein bisschen swatche. Und das hier ist zum Beispiel das Main Color Set. Da sind einfach die ganz normalen Grundfarben drin. Einfach so die Farben, die man halt immer wieder braucht. Also Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir ist es immer mega wichtig, dass die Farben auf dem Deckel den Farben, also den tatsächlichen Farben, wenigstens ähnlich sehen. Ich finde, das passiert einfach viel zu oft, dass die Farben sich viel zu sehr voneinander unterscheiden, dass man dem Deckel gar nicht so richtig vertrauen kann und immer erstmal gucken muss. Ich kann natürlich auch verstehen, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, das Plastik genau in der gleichen Farbe einzufärben, wie die Farbe auf dem Papier rauskommt, aber manchmal ist der Unterschied schon ein bisschen zu krass. Natürlich meine ich jetzt nicht nur die Touchmarker damit, sondern Stifte im Allgemeinen. Dann habe ich hier noch das Skin Tone Set A. Das sind helle Hautfarben und die wollte ich jetzt auch nochmal für euch swatchen. Natürlich werde ich auch heute jemanden grüßen und heute grüße ich Isabel Unicorn. Ich liebe deinen Namen übrigens und ich habe dich auch lieb und danke, dass du meine Videos anguckst und so süße Kommentare schreibst. Bei den Hautfarben finde ich die Farbabgabe natürlich auch sehr gut. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die Farben sich nicht so doll voneinander unterscheiden. Also ich hätte mir da jetzt noch eine etwas dunklere Hautfarbe gewünscht. Außerdem finde ich, dass die eine Farbe so ein bisschen ins Neon geht. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber ansonsten finde ich die Farben trotzdem sehr schön und ich mag auch diese hellen Farben. Ich finde, auf die kann man immer sehr gut aufbauen und wenn man öfter drüber malt, dann werden sie ja auch ein bisschen dunkler. Was ich aber mega cool finde, und das ist eher so ein Insider für die Foxys, die schon länger dabei sind, meine Videos kennen. Ich finde, dass eine von den Farben meiner E50 sehr ähnlich sieht und ich glaube, ich habe einen neuen Base-Favoriten gefunden. Was halt auch noch so ein bisschen so ein Minus ist bei den Stiften, ist, dass die Deckel schwer draufgehen, schwer abgehen. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Aber ich hoffe darauf, dass wenn man sie länger hat und öfter benutzt hat, dass die Deckel dann ein bisschen leichter abgehen. Falls ihr euch jemals gefragt habt, was der Unterschied ist zwischen den normalen Touchmarkern und den Twin Touch Brushmarkern, den werde ich euch jetzt genau sagen. Und zwar, die Brushmarker haben eben diese Pinselspitze und die Touch Twin Marker, also die ganz normalen Marker, die haben eine ganz normale so Filzstiftspitze. Mit denen kann man eben halt nur einmal so dünn malen und einmal so dick mit der anderen Seite. Davon habe ich auch das Pastel Color Set. Die Farben finde ich echt nice, die gefallen mir richtig gut. Ich liebe Pastellfarben, aber ich finde trotzdem, dass für Pastellfarben die Farben ein bisschen zu dunkel sind irgendwie. Auch leider ein bisschen zu Neonfarben. Dann habe ich noch die Touch Liner bekommen und ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin total begeistert von denen. Ich habe die in der Stärke 0.1 bekommen und das sind die Farben Blau, Rot, Orange, Gelb, Grün und Braun dabei. Und was ich richtig cool finde, zum Beispiel die blaue Farbe ist so ein bisschen Jeans-mäßig. Das heißt, man kann damit gut so Details in Jeans reinmalen. Und außerdem mag ich auch die braune Farbe, weil die nicht so richtig dunkel ist, sondern auch so
ein bisschen in so eine dunkle Hautfarbe geht. Das heißt, man kann damit auch Details in die Haut reinmalen oder eben auch die Haut so ein bisschen damit umranden. Also ich glaube, ich werde dieses Stift deshalb echt oft benutzen. Übrigens, falls meine Stimme ein bisschen komisch klingt, ich mache dieses Voiceover am Morgen und da ist meine Stimme immer ein bisschen komisch. Was ich mega gut finde an den Markern an sich ist, dass die so gleichmäßig malen. Also ich finde sogar, dass die Copic-Marker nicht so gleichmäßig malen wie die. Also wenn man eine Fläche ausmalt, dann gleicht sich das alles immer so direkt an und dann ist die Fläche gleich sehr ebenmäßig und hat eigentlich fast gar keine Striemen innen drin. Schreibt mal in die Kommentare, wen das immer nervt bei Filzstiften. Also ich werde da immer wahnsinnig, weil die Fläche einfach nie richtig gleichmäßig wird. So, das war jetzt meine kleine, aber feine Review. Ich habe gedacht, ich zeige euch die Stifte einfach mal ein bisschen genauer, bevor ich einfach drauf losmale damit und ihr keine Ahnung habt, wieso ich jetzt auf einmal neue Stifte habe. Danke nochmal an Artselect dafür, dass ich die bekommen habe und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich versuche jetzt in nächster Zeit öfter Videos zu machen oder regelmäßiger. Ich hoffe, ich schaff's. Also ich gebe wirklich alles. Drückt mir die Daumen, dass ich es schaffe. Wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich hab euch lieb. Ciao!